Ich freue mich darauf, Ihnen heute Pulse of Europe und die aktuelle Europawahlkampagne von Pulse of Europe vorstellen zu dürfen. Und Sie werden sich vielleicht fragen, der eine oder andere kennt uns vielleicht von Aktionen in diversen Städten. Sie sind schon mal auf uns gestoßen. Was ist Pulse of Europe überhaupt? Pulse of Europe ist eine proeuropäische Bürgerbewegung, bei der jeder mitmachen kann. Und das ist ganz wichtig. Es geht hier um zivilgesellschaftliches Engagement eines jeden. Wir sind unabhängig, überparteilich und finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Das heißt, die Mehrzahl unserer Aktivisten sind ehrenamtlich tätig, also 99%. Wir haben eine kleine Geschäftsstelle in Frankfurt mit 2, 3 Festangestellten, aber der Rest ist ehrenamtliches Engagement. Pulse of Europe wurde Ende 2016 von Daniel Röder, einem Rechtsanwalt aus Frankfurt am Main, gegründet. Und zwar geschah das vor dem Hintergrund des Brexit-Referendums in diesem Jahr und der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten. Und bei ihm, bei Herrn Röder und Gleichgesinnten entstand damals der Wunsch, die proeuropäischen und demokratischen Kräfte zu bündeln, auf die Straße zu bringen und ihre Stimme Gehör zu verschaffen. Was im November, Sie sehen es auf dieser Folie, was im November 2016 mit einigen wenigen hundert Unterstützern in Frankfurt am Main begann, hat sich bis heute zu einer breiten gesamteuropäischen Bewegung entwickelt. Getragen von der Überzeugung, dass Europa nicht scheitern darf, haben die Initiatoren von Pulse of Europe sich auf 10 Grundaussagen geeinigt. Diese 10 Grundaussagen sehen Sie hier auf dieser Folie. Im Kern geht es darum, zivilgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, die europäische Identität zu stärken und selbst aktiv zu werden. Die Ansprache erfolgt über regelmäßige Kundgebungen in den Städten, gemeinsame europaweite Kampagnen und Aktionen und den Austausch über soziale Medien. Sie wissen alle, soziale Medien werden immer wichtiger. Und wenn ein Herr Präsident Trump täglich ein paar Mal twittert, sollten wir, die demokratischen Kräfte, uns auch diesem Dialogmedium stellen und dort unsere Stellungnahmen verbreiten. Wir suchen den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen wie Ihnen, dem Landesausländerbeirat Hessen und Vertretern von politischen Parteien, sofern sie sich für die demokratischen, freiheitlichen Werte einsetzen und konstruktiv Europa weiterentwickeln möchten. Wir wollen die proeuropäisch denkende Mehrheit in der Öffentlichkeit sichtbar und hörbar machen. Die berühmte schweigende Mehrheit, die eigentlich nicht auf den Straßen zu finden ist. Und eben nicht nur den Verstand der Menschen ansprechen. Ich denke, Europa und das Europaprojekt ist etwas, was man sehr gut über Kognition erfahren kann. Aber wir wollen auch die Herzen der Menschen erreichen. Wir müssen emotional werden, um wirklich eine Auswirkung zu haben. Hier sehen Sie ein schönes Bild aus den Niederlanden, Stichwort emotional und Herz. So kann man das zum Beispiel umsetzen bei einer Veranstaltung. Damals, 2016, 2017, gingen europaweit Zehntausende auf die Straßen und haben für Europa demonstriert, im proeuropäischen, positiven Sinne. Kommen wir zur anstehenden Europawahl am 26. Mai. Das Thema ist heute schon mehrfach gefallen. Meine Damen und Herren, es sind keine 3 Monate mehr bis zur Europawahl. Und diese Wahl ist eine Schicksalswahl für Europa. Denn international sind rechtspopulistische Kräfte am Werk, die eine Destabilisierung Europas bewerkstelligen wollen. Nach der Bundestagswahl 2017 ist die AfD als drittstärkste Kraft mit 12,6% in den Bundestag eingezogen. Momentan werden überall, auch eben in den genannten sozialen Medien, Ängste und Unsicherheiten der Menschen geschürt. Und diese Stimmungen werden gezielt instrumentalisiert,
und massiv Lügen in den sozialen Medien verbreitet. Aktuelle Prognosen für die Europawahl sagen einen ganz starken Rechtsruck voraus. Damit besteht die Gefahr, dass die europäischen Institutionen von innen heraus ausgehöhlt werden. Mit anderen Worten, der Fortbestand der Europäischen Union ist gefährdet. Und ich möchte an dieser Stelle einen Appell an Sie richten. Wir alle müssen helfen, dass die Gegner Europas nicht gewinnen in dieser wichtigen Wahl. Schaut man sich die Wahlbeteiligung bei der letzten Europawahl an, der Herr Weinmeister hat vorhin schon darauf verwiesen, so lag diese traditionell niedrig, europaweit bei 43%, ich glaube in Deutschland bei 49%, 48%, also geringfügig besser. Aber das ist natürlich gemessen an den Landtagswahlen, an den Bundestagswahlen kein schöner Wert. Und wir alle wissen, da ist eine Menge Luft nach oben. Und die verbleibenden Wochen, die 88 Tage bis zur Europawahl, sollten wir alle nutzen, um hier insbesondere die Nichtwähler dafür zu sensibilisieren, dass diese Europawahl eine immense Tragweite hat und sie zur Stimmabgabe zu bewegen. Wir wollen, und das sage ich jetzt einfach mal so, als eine hohe Messlatte haben wir uns bei Pulse of Europe gelegt, wir wollen die Wahlbeteiligung an die 60% bringen. Wir wissen, das ist ein frommes Ziel erstmal, Papier ist geduldig, werden Sie sagen, aber wer keine hohen Ambitionen hat, der kann auch nicht hochspringen. Also 60% sollten es schon sein. Und dafür brauchen wir Ihre aller Unterstützung. Auch die der Landesausländerbeiräte in den Kommunen. Wir haben gerade nicht nur unsere Kampagne zur Europawahl gestartet, sondern auch die zweite Runde unserer Hausparlamente eingeläutet. Hier geht es um zivilgesellschaftliches Engagement, um Partizipation der Bürger. Was sind die Hausparlamente? Ab sofort können interessierte Bürgerinnen und Bürger in privaten Runden Bekannte einladen. Das sind kleine Runden, Freunde, Bekannte, 3 bis 7 Personen reichen schon. Und mit ihnen aktuelle Fragen zur Zukunft der Europäischen Union diskutieren. Sie bekommen von uns, das finden Sie alles bei uns auf der Website von Pulse of Europe, entsprechende Unterlagen mit 2 bis 3 Fragen, wo Sie eine Diskussion, einen Diskussionsleitfaden erhalten und diese Diskussion strukturiert führen können. Diese Ergebnisse werden in Abstimmung festgehalten und an Spitzenkandidaten zur Europawahl weitergegeben. Wir haben bereits die Zustimmung von 3 führenden europapolitischen Spitzenkandidaten erhalten. Das ist einmal der Fraktionsführer der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, Katharina Barley, die Spitzenkandidatin der SPD, und von Guy Verhofstadt, das ist der Fraktionsführer der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Und diese 3 Personen, wir sind gerade noch an weiteren dran, werden vor den Wahlen zum Votum der Hausparlamentarier Stellung nehmen. Das heißt, das Ganze verpufft nicht einfach oder wird in irgendwelchen Schubladen weggeschlossen, sondern sie bekommen Feedback auf ihre Diskussion und die Ergebnisse dieser Diskussion. Und darüber hinaus, Sie sehen es hier weiter unten, finden im Vorfeld der Europawahlen eine Vielzahl von städtebezogenen und städteübergreifenden Veranstaltungen statt. Allein in Frankfurt finden bis zur Europawahl bis Ende Mai 10 größere Veranstaltungen statt. Auch hier finden Sie auf der Website für Ihre Region, für Ihre Stadt die entsprechenden Veranstaltungen. Ich lade Sie herzlich ein, sich da zu informieren und auch mit eigenen Ideen auf uns zuzukommen. Wir prüfen immer, ob es machbar ist, hier auch den Schulterschluss mit allen gesellschaftlich relevanten Organisationen und Institutionen zu finden. Ich möchte Ihnen kurz die wesentlichen Materialien unserer Kampagne zur Europawahl vorstellen. Das Ganze beginnt mit dem Aufruf zur Wahl. Was immer du wählst, wähl Europa. Und wir haben die Wahl in unterschiedliche Phasen eingeteilt. Phase 1, die jetzt gerade Anfang März begonnen hat, konzentriert sich auf unterschiedliche Schlagworte, die deutlich machen sollen, was gerade für Europa auf dem Spiel steht. Ein Schlagwort ist, Freiheit wächst nicht auf Bäumen. Ja? Verteidige das Herz Europas in der Unterzeile Geh wählen. Ein weiteres Schlagwort ist, Frieden ist kein Naturgesetz. Auch das wurde schon angesprochen. Ich bin studierter Historiker.
Ich weiß, seit 70 Jahren haben wir hier Frieden in Deutschland und in Europa. Aber wenn ich mit meinen Kindern 17- und 18-jährig spreche, für die ist das eine Selbstverständlichkeit. Das wird überhaupt nicht mehr nachgefragt, kritisch reflektiert. Das wird als gegeben hingenommen. Und es ist nicht gegeben. Wir müssen darum kämpfen. Drittes Schlagwort: Zusammenhalt kann man nicht online kaufen. In unserer modernen, globalisierten Wirtschaft ist es völlig normal, dass wir länderübergreifend Dinge bestellen und ein, zwei Tage später haben wir sie bei uns auf dem Küchentisch liegen. Aber Zusammenhalt ist etwas, was man eben nicht online einfach per Mausklick bestellen kann, sondern dafür müssen wir aktiv streiten und uns engagieren. Diese Schlagworte finden sich auf unzähligen Plakaten, Anzeigen, Webbannern, Postkarten und Flyern. Hier sehen Sie jetzt mögliche Platzierungen, wie wir sie im Straßenbild in der Öffentlichkeit unterbringen können. Und sie lassen sich je nach Einsatzort individualisieren. Hier ein Beispiel von der städtischen Müllentsorgung, ja, mit einem passenden Slogan, der da heißt: Europa ist nicht für die Tonne. Also auch da seien Sie kreativ. Sie können das adaptieren, Sie können das individualisieren, personalisieren für Ihren jeweiligen Bereich, für Ihren jeweiligen Zweck. Oder hier als Banner für den Online-Auftritt einer Tageszeitung, passend zum redaktionellen Inhalt des jeweiligen Artikels. Kommen wir zu Phase 2. Phase 2 beginnt Anfang April und dort werden wir verstärkt mit Testimonials in den sozialen Medien arbeiten. Wir stellen hier einen Bezug zur Region her. Sie sehen hier schon im Untertitel: Europa ist Heimat. Warum widmen wir uns dem Heimatbegriff? Der Heimatbegriff ist oft in der Kommunikation und in der öffentlichen Darstellung durch sehr konservativ rechtsnationale Kreise besetzt. Und wir wollen diesen Heimatbegriff nicht der politischen Rechten überlassen. Sie sehen hier einige Beispiele. Bärbel Schäfer für Frankfurt, die da sagt: Mein Rathaus heißt Römer, mein Krug heißt Bembel, meine Heimat Europa. Ja. Dann haben wir hier den John Friedman. Den meisten von Ihnen ist der Herr Friedman wahrscheinlich als Erkan im Komikerduo Erkan und Stefan geläufig, der da sagt, für seine Wahlheimat München, eigentlich ist er ja gebürtiger Frankfurter, für seine Wahlheimat München sagt er: Mein Snack heißt Brotzeit, meine Kirmes heißt Wiesen, meine Heimat Europa. Und hier wäre jetzt ein Platzhalter für einen Sportler aus Köln. Und deshalb auch Platzhalter. Wir haben noch keinen für Köln, wir haben aber auch viele Prominente noch nicht für jede Region. Woran liegt das? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind prominent, Sportler, Fernsehgröße, Schauspieler und Sie werden von Pulse of Europe kontaktiert. Normalerweise dachten wir, die Leute ziehen da mit und sagen, ja, für Europa engagieren wir uns gerne. Wir mussten aber feststellen, dass längst nicht jeder Prominente dazu ohne weiteres bereit ist. Also hier hilft die persönliche Netzwerkverbindung und ich kann Sie nur alle bitten, wenn Sie Prominente in Ihrem Bekanntenkreis haben, das kann lokale Prominenz vor Ort sein. Darum geht es. Es geht jetzt nicht um die Celebrity auf nationaler Ebene. Sprechen Sie sie an und wir bringen sie gerne in unserer Testimonial-Kampagne unter. Ja, Phase 3 habe ich jetzt noch nicht gezeigt. Phase 3 ist noch ein bisschen in der Entstehung. Phase 3 ist für die ganz heißen Wochen unmittelbar vor der Europawahl am 26. Mai reserviert. Hier werden wir versuchen, verstärkt die Erstwähler anzusprechen, also eher eine Jugendsprache benutzen, um Erstwähler, die zum ersten Mal zur Europawahl gehen sollen, können, dazu zu motivieren, wirklich ihre Stimme für demokratische, proeuropäische Parteien abzugeben. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch unsere Merchandise-Artikel vorstellen. Diese Merchandise-Artikel finden Sie auf unserer Website und sind von dort aus downzuladen. Das heißt, auch Sie können sie nutzen mit einem Zusatz. Also hier, wir fangen mal an, Button und Aufkleber. Hatten wir schon gehört, was immer du wählst, wähle Europa. Hier als Banner. Hier die unterschiedlichen Plakate, da gibt es jetzt unterschiedliche Motive. Ich habe jetzt mal exemplarisch Frieden ist kein Naturgesetz gewählt. Als Türanhänger beispielsweise, als Postkarten, als Postkartenflyer. Es gibt sie sogar als Tattoos, natürlich aufklebbar. Geht wieder weg. Ja?
ist wahrscheinlich eher etwas, was die junge Generation der Erstwähler anspricht. Hier unsere Website mit dem Countdown zur Wahl, nicht ganz aktuell, wir sind wie gesagt bei Tag 78 und hier nochmal downloadbar. Und wenn Sie diese Materialien verwenden, Sie können gerne Ihr Logo der AGAH mit aufnehmen. Also wir sind da leidenschaftslos. Wir möchten die demokratischen Kräfte bündeln. Und wenn Sie sagen, wir können das nehmen, aber nur mit unserem Logo, soll das uns sehr recht sein. Finden Sie alles da zum Ausdruck. Der europäische Einigungsprozess ist ein sehr langwieriger Prozess. Ja? Und natürlich ist er von zahlreichen Erfolgen gekrönt, die wir heute alle spüren. Freizügigkeit, Reisefreiheit, innerhalb der Eurozone eine gemeinsame Währung. Aber die Eurozone, wissen wir ja alle, ist auch nicht deckungsgleich mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Also wir haben noch, wenn wir Großbritannien hinzurechnen, 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ich glaube 18 Staaten, die zur Eurozone gehören. Und daran sehen Sie ja schon, an dieser Diskrepanz, je enger der Zusammenschluss wirkt und wenn der sich auf eine gemeinsame Währungspolitik erstreckt, desto mehr Staaten sagen, Moment mal, wir haben jetzt ein Problem damit, unsere nationalen Souveränitätsrechte aufzugeben. Das ist uns wichtig und Sie kennen alle die Diskussion, die sehr stark auch von Frankreich, von Präsident Macron propagiert wird, der ja auf eine viel stärkere Gemeinschaft ausgerichtet ist und einen gemeinsamen Sozialfonds schaffen möchte, eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Und auch an der Reaktion der Bundesregierung merken Sie, wie schwierig das ist. Ja? Also längst nicht alles, was machbar ist, wird gemacht. Und ich denke, wir müssen da einfach viel mehr Geduld mitbringen. Wir brauchen alle viel Geduld. Europa ist vielgestaltig. Wenn wir dieses Schlagwort von den Vereinigten Staaten von Europa gebrauchen, denken wir natürlich immer an die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Amerika eint immer noch eine gemeinsame Sprache, das Englische, das Spanische wird jetzt immer stärker, aber immerhin. Und dieses Land gibt es seit über 200 Jahren. Und Europa besteht gerade aus der Diversität, aus der Heterogenität, aus den vielen verschiedenen Sprachen und Kulturen. Das macht den Reichtum Europas aus. Und auch diese Diversität wollen wir erhalten. Die wollen wir ja nicht aus dem Fenster werfen. Und das ist so ein bisschen mitunter die Quadratur des Kreises, wie wir den Einigungsprozess vorantreiben können und gleichzeitig die nationalen Besonderheiten berücksichtigen. Weil Sie sagten jetzt was über Vielgestaltigkeit und es geht mir um dieses Pulse of Europe. Es geht mir darum, die Bilder, die Sie zeigen, also mir gefällt das nicht. Das wirkt so ministeriell, immer diese Blau mit diesen gelben Sternen. Ich fühle mich damit nicht wohl. Ich würde Ihnen gestalterisch raten, also ich fände viel mehr Farbe besser in der Kampagne. Ich fände es schön, wenn man die Vielseitigkeit, die Heterogenität Europas sehen würde, auch optisch. Wir haben zum Beispiel ein großes Transparent gemacht, wo wir die Buchstaben ausgemalt haben in den verschiedenen EU-Flaggen. Oder ich habe zu Hause ein Bild gemacht, das haben wir auch als Straßenaktion gemacht, wo anstatt der Sterne Wiesenblumen sind und grün als Hintergrund. Und jetzt geht es rüber zu dem inhaltlich, weil auch das würde symbolisieren eine Offenheit, eine zivilgesellschaftliche Offenheit, weil so wirkt es nicht zivilgesellschaftlich. Und man müsste viel deutlicher zeigen, dass Europa oder Pulse of Europe auch ein Forum sein sollte, Europa zu diskutieren und auch kritisch zu hinterfragen. Sie möchten junge Menschen werben und auch ältere Menschen und die haben alle Fragen. Und diese Fragen, was weiß ich, die Wirtschaft, was weiß ich, ob es jetzt um das Wachstumsprinzip geht, was jetzt immer mehr Menschen in Frage stellen aus umwelttechnischen Gründen, ob es um die Militarisierung geht, zu der viele kritisch gegenüberstehen und vor allen Dingen die Umweltthematik. Ja? Also sowas, so ein Slogan wie Klima retten geht nur gemeinsam oder so, ist mit Sicherheit etwas, was mehr zieht bei der jungen Generation, die jetzt sehr damit beschäftigt ist mit diesem Thema. Und das würde ich auch bildlich anders darstellen und halt auch mit entsprechend bunten Aktionen, offenen Tischen, Diskussionen, was weiß ich, warum nicht, so ein bisschen wie diese Kampagne Offene Gesellschaft,
dass man so Tische auf den Platz stellt und Tischdecken und jeder bringt was mit und man diskutiert diese Themen. Man hat vielleicht Themenkarten auf dem Tisch oder. Aber auf jeden Fall das Öffnen für kritische Fragen und die Vielfalt mit mehr Farbe und entsprechenden Bildern und Aktionen zu zeigen. Das wäre so meine Bitte. Herzlichen Dank für diese wirklich wertvollen Vorschläge. Die nehme ich gerne mit zu uns nach Frankfurt, auch um sie mit meinen Kolleginnen und Kollegen dort zu besprechen. Das mit der, was Sie gerade gesagt haben, diese uniformen Farben, dieses Blau, was für Europa steht und die Sterne, das ist natürlich auch dem Wiedererkennungseffekt geschuldet. Also man will ja in den Medien auftreten, idealerweise wird sowas auch von den Medien, wir haben ja heute jemand hier von den Medien übertragen, da geht es darum, dass man sich unter einem Banner zusammenfindet. Ich bin aber bei Ihnen, dass es mitunter vielleicht hilfreich wäre, auch der Vielgestaltigkeit Ausdruck zu verleihen. Vielleicht lassen Sie mich an dieser Stelle nochmal betonen, wir sind ja bewusst parteiübergreifend und nicht konfessionell gebunden. Das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit zu diskutieren, wir müssen aber immer wieder überlegen, was machen wir mit den Diskussionsbeiträgen. Und unser Format, was ich vorhin vorgestellt hatte, das mit den Hausparlamenten, ist eine schöne Gelegenheit, auch Meinungen, diverse Meinungen einzusammeln und sie dann an Spitzenpolitiker weiterzugeben. Ich warne so ein bisschen davor, einfach eine Diskussion loszutreten und zu sagen, wir diskutieren einfach mal auf dem Marktplatz. Dann sagen die Leute natürlich im Anschluss zurecht, ja, was ist denn aus meinem Redebeitrag, was ist denn aus meinem Diskussionsbeitrag geworden, was habt ihr denn damit gemacht? So nach dem Motto, außer einer lustigen Diskussion und einer guten Stimmung ist nichts gewesen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, wie Sie das kanalisieren und auch in die richtigen Kanäle reingeben, damit es was bewirkt. Ja, wo können Sie sich einbringen? Hausparlamente hatten wir ja schon ausführlich diskutiert. Ich möchte noch mal so ein bisschen das Augenmerk auf die Plakate, auf die Wahlartikel, die wir anbieten, wenden. Ich denke, wir müssen stärker in die Öffentlichkeit gehen. Wir müssen eine höhere Präsenz haben. Ich möchte hier nicht wieder das Schreckgespenst der AfD und der politisch Rechten an die Wand malen, aber seien Sie versichert, dass diese Kräfte sehr aktiv sind im Moment. Ja, Sie müssen sich nur mal anschauen, der ehemalige Wahlkampfleiter von Präsident Trump, der Steve Bannon, der war auf einer Europatournee, hat sich hier mit Salvini, Le Pen und Orbán getroffen. Da ist richtig was im Gange. Und wenn wir da nicht wirklich alle demokratisch-freiheitlichen Kräfte bündeln und dagegen stellen, dann werden wir davon überrollt. Das muss man einfach so sehen.